Liebe Freunde der Akademie, in unserer Reihe 5 Minuten große Kunst möchte ich Sie gerne für den Leipziger Maler Michael Triegel erwärmen. Ich zeige Ihnen gleich mal ein Bild. Es heißt Selbst im römischen Karneval und stammt aus dem Jahr 2012. Sie sehen zwei merkwürdige Dinge. Erstens, dass Triegel das klassische, aber heute kaum noch übliche Genre des Selbstporträts bedient und zweitens, dass er auf klassische Weise malt. In einem Interview hat Triegel einmal gesagt, schon als Kind habe er Maler wie Dürer und Rubens geliebt und sich vorgenommen, eines Tages so malen zu können wie die verehrten alten Meister. Offenkundig kann er das. Hinter seinem Kopf ist ein mächtiges Portal zu erkennen, wie man es in Rom an alten Gebäuden leicht finden kann. Und über dem Haupt des Malers schwebt eine Art Narrenkrone aus Papier und in den Händen hält er einen Totenschädel. Die obere Hälfte fehlt, sodass der Schädel fast wie ein Gefäß wirkt, aus dem man trinken könnte, wären da nicht die offenen Augenhöhlen. Das Bild ist befremdlich, es ist unheimlich und zweifellos gehört es in die traditionelle Gattung des Memento Mori, denke daran, dass du sterblich bist. Triegel ist ein Traditionalist, der nicht allein das malerische Handwerk perfekt beherrscht, sondern der zugleich in der Kunstgeschichte zu Hause ist, der mit ihr spielt, auf sie anspielt und sie weiterdenkt. Als Beispiel zeige ich Ihnen das Bild Leda aus dem Jahre 2005. Der Hintergrund ist der Mythos von Zeus, der sich in die schöne Leda verliebte und sich in einen Schwan verwandelte, um sie zu erobern. Das Motiv ist in der Kunstgeschichte oft dargestellt worden. Triegels Gemälde nun spielt auf das berühmte und frivole Bild von Rubens an, Leda und der Schwan. Doch während bei Rubens die schöne Nackte sich dem Schwan willig ergibt, wirkt Triegels Leda weit entfernt von irgendeiner Wollust. Mit nachdenklichem, abwesendem Blick schaut sie uns an und der Schwan ist schwarz, ein sogenannter Trauerschwan. Er breitet seine dunklen Schwingen aus. Macht er sich fertig zum Abflug? Man sieht, wie Triegel die alten Motive neu interpretiert. Das tut er auch in einem weiteren und meinem letzten Beispiel, Adam und Eva im Paradies. Ist das nicht ein trauriges Paradies? Zwar ist der Himmel blau, aber wir sehen von ihm nur noch einen schmalen Streifen, denn Adam und Eva sind in einer roten Ziegelmauer eingesperrt. Sie liegt auf dem schottrigen Boden, er lehnt an einem Baum. Beide wirken sie erschöpft. Oder sind sie verzweifelt? Adam hält den verderblichen Apfel in der Hand und dieser prächtige rote Apfel ist das einzige Objekt auf dem Bild, das lebendig wirkt. Seltsam ist nur, dass der Apfel unversehrt ist, noch hat niemand von ihm gekostet. Und seltsam ist auch, dass der Baum der Erkenntnis ein totes Gehölz ist, vor Jahren schon abgestorben. Triegels Bilder laden zum Nachdenken ein, zu geistig-sinnlichen Spaziergängen. Man kann sie ohne Anleitung betrachten, man benötigt keinen dieser Kunstexperten, die unverständliche Objekte auf unverständliche Weise erklären. Triegels Bilder sind keine Imitationen. Wir haben es nicht mit einem Epigonentum zu tun, sondern mit Zitaten, Anspielungen, Verbeugungen, hineingestellt in ein neues Umfeld, gebrochen durch Zeitverschiebungen, gefärbt von der fragenden, zweifelnden Subjektivität des Malers. Michael Triegel ist Jahrgang 1968. Er kommt aus der Leipziger Schule, zu denen Werner Tübke und Wolfgang Mattheuer zählten. Auch Neo Rauch gehört in diesen Zusammenhang.
All diese Maler verbindet, dass sie noch malen oder gemalt haben, auf eine Weise, die von Gegnern gerne als altmeisterlich verspottet wird. Ich sehe keinen Grund zum Spott. Und ich sehe ihre Bilder lieber als die Leuchtröhren in der Kunsthallenecke oder das Blütenstaubhäuflein auf der Documenta. Manchmal habe ich das Gefühl, die Moderne ist chronisch geworden. Die Gegenwartskunst ist von einer Orthodoxie beherrscht, die handwerkliches Können missachtet. Wer da nicht mitspielen will, der tut gut daran, sich mit Michael Triegels Malerei vertraut zu machen. Sie öffnet einen historischen Raum, den man fast vergessen hat, den die Moderne absichtsvoll versperrt hat. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.